Da unten ist ein Wanderer. Gut, das machen wir wieder mit Dirki. Keine Lust, wieder in Intensität abzukriegen, während ich mich einbuddel. Dann kriegt Dirki auch gleich sein Level 26. Ziemlich sicher, dass keine Intensität kommen kann. Und wenn, dann würde ich sie überleben. Na gut, bei einer 10er wissen wir dann was anderes, aber ich meine, Onyx kann keine Intensität, zumindest hier noch nicht. Ich meine zwar nicht, dass der reicht, aber mal schauen. Probieren kann man es ja. Ja, ich hab's mir gedacht. Aber er schreckt zurück. Natürlich geht er jetzt daneben. Ja, gut, das geht dann unter Ausgleich der Gerechtigkeit. Und ein Volltreffer, ja gut. Keine Ahnung, wofür die nochmal gut war, dann war es wahrscheinlich eine Pokeriegel. So, ich weiß nicht mehr genau, was der hat, aber mal schauen. Ein Tragosso. Solange das Ding keinen Kampfknochen trägt, ist ja alles kein Problem. Mit einem Kampfknochen hätte ich allerdings Angst vor dem. Fleckmon. Ja, da möchte ich wechseln. Ich probiere es einmal mal wieder mit Marvin. Zumindest eine effektive Attacke gegen die Viecher. Und vergiftet, sehr schön. Das heißt, ich brauche keine weitere Duo-Nadel. Er verreckt durchs Gift. Einen Wanderer haben wir noch. Auch wenn der Dirki schon komplett overtrained ist, aber so viel muss noch sein. Georock, okay, das machen wir auch mit Dirki. Sind wir hier in Lavandia. Bevor ich hier jetzt irgendwo hingehe, wir machen jetzt mal einen kleinen Ausflug nach Prismania City. Und Moment, gibt es hier einen Ion Supermarkt? Ja, oder? Da unten gibt es einen. Wir müssen mal wieder ein bisschen was einkaufen. Okay, wir können schon keine Pokébälle mehr kaufen. Dann kaufen wir bitte schon Superbälle. Supertränke habe ich noch 9 Stück, aber von denen kann man nie genug haben. Gegengift hätte ich gerne wieder 5 Stück. Haben wir noch.
Brauchen wir noch nicht. Superschutz ist mir momentan noch ein bisschen zu teuer. Ich mag die Musik hier. So, ich möchte jetzt unter Vermeidung von so viel wie möglich Trainern nach Prismania City. Das heißt, ein paar müssen wir machen. Der Typ hatte Feuer-Pokémon, wenn ich mich nicht täusche. Und hier auf der Route dürfen wir uns auch wieder ein Pokémon fangen. Ein Fukano Level 24. So, Level 24 für Kenji, dann kriegt er jetzt eine neue Attacke, nämlich den Schlitzer. Dafür machen wir den Kratzer weg, den braucht man nämlich dafür jetzt nicht mehr. So, dann kommt ein Vulpix. Gut, wir sind einmal bedroht. Aber Vulpix kann jetzt nicht allzu viel Schaden machen. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was wir hier auf der Route fangen. Da gibt es nämlich wieder ein paar sehr schöne Sachen. Er überlebt das sogar. Und natürlich gerade nicht mehr das Level abbekommen. So, ich will ja momentan ein paar Trainer vermeiden, die will ich nämlich auf dem Rückweg alle machen. Aber ich will erstmal nach Prismania City. Und so, dann schauen wir mal, was unser Routen-Pokémon wird. Und Sandan haben wir schon, das heißt, ich darf nochmal. Prunusbeere, das ist sehr schön. Also dann gib uns was Schönes auf der Route. Ja, ein Vulpix. Oh, sogar ein männliches. Das ist was Seltenes. Okay, ich weiß nicht, aber ich glaube, mit Kenji kriegen wir den nicht sinnvoll geschwächt. Marvin will ich jetzt nicht in ein Feuer-Pokémon reinwerfen. Oh, das finde ich cool, dass wir hier gleich noch ein Feuer-Pokémon dann kriegen. Einen Ruckzuckhieb sollte er überleben. Ja. Nicht dein Ernst. Dann halt nicht. Dann gibt's halt keinen Vulpix für uns. Diese Brille. Jetzt hätte ich mich so auf ein schönes Wulnona gefreut. Na gut, aber ich hole mir jetzt sowieso ein Feuer-Pokémon. Hier darf ich ja auch nochmal was suchen. Oh, Moment, hier brauche ich eigentlich gar nichts. Pokémon sind ja noch fit. Das Ding wollte ich hier haben. So, was ist es denn? Es ist ein Männchen. Okay, wie nennen wir ein männliches Evoli? Haben wir noch jemanden auf der Liste? Wen kenne ich denn noch?
Bum, 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 bum. Jetzt überlege ich gerade ernsthaft, wie ich das Ding nennen kann. Moment, ich pausiere einfach mal ganz kurz die Aufnahme und überlege mir schnell was. Okay, mir ist jetzt wieder ein Name eingefallen. Ich nenne ihn einfach Konchan. Bindestriche haben wir wenigstens. Dabei habe ich die jetzt eigentlich groß oder klein geschrieben? Ich meine, ich habe die klein geschrieben danach, oder? Ich mache es jetzt einfach mal klein. Ansonsten, der Namenbewerter ist ja gleich drüben in Lavandia. So. Wie viel Geld habe ich eigentlich gerade? Noch ein bisschen zu wenig für das, was ich eigentlich haben will, aber gut. Ich will ja sowieso demnächst wieder eine kleine Offscreen-Training-Session einlegen und da kann ich immer wieder ein kleines bisschen Geld verdienen. Gab es noch ein Item? Und naja, ich habe noch ein paar Items zum Verkaufen, fällt mir auch gerade ein. Da hinten war da nicht auch noch irgendwas? Nö, hier war nichts. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen Geld ausgeben. Was war denn hier nochmal alles? TMs, Brille, Hyperstrahl, Schaufler, Durchbruch, Geheimpower, Anziehung. Okay. Den Schaufler bräuchten wir noch ein paar Mal. Also Valley kriegt einen Schaufler. Dann wäre noch. Also ich kaufe mir jetzt erstmal einmal. Den Durchbruch brauchen wir auch noch. Mindestens einen. Muss mal schauen, wer den allen lernen kann. Okay, wer kann eigentlich Schaufel jetzt allein einen Fight könnte ihn noch, aber gut, der braucht uns nicht unbedingt. Bei Valley wäre das schon wesentlich interessanter. Dann machen wir einfach den roten Schlag weg. Und dann hat unsere Valley jetzt auch einen Schaufler. So, wer kann denn hier Durchbruch lernen? Kenji und Marvin. Auf Marvin wäre es jetzt sogar relativ interessant. Der hat ja einen guten Angriff und Durchbruch wird genauso viel Schaden machen wie ihn. Okay, Moment, auf Kenji. Brauche ich den auf Kenji überhaupt? Eigentlich ja nicht, ne? Ich bring's jetzt lieber erstmal Marvin bei. Also ich kann's ja eigentlich beiden beibringen. Dafür machen wir mal den Giftstachel weg, der bringt ja sowieso nichts. Im Moment, wo Giftstachel mal mehr Schaden macht als irgendwas anderes, der wird so gut wie nie vorkommen. Also, um anders zu sagen, er wird nie vorkommen. Ein Durchbruch holen wir uns noch. Ich könnte mir den Hyperstrahl noch für irgendjemanden holen, aber ich bin kein Freund von Hyperstrahl. Außerdem ist mir der ein bisschen teuer. Vor allem für das, was ich demnächst noch vorhabe. In Gen 1 wäre es okay, da ist Hyperstrahl noch gut, aber
hat unser Kenji jetzt halt ein sehr schönes Moveset. Auch wenn sich Kampf und Boden nicht so sonderlich gut covern. So. Was haben wir hier? Na ja, gut, der hat das ganze Zeug. Ich würde aber dann gerne mal was verkaufen. Und zwar die ganzen Fluchtseile, weil die haben ja Schaufler. Abwehr, wobei, da weiß ich jetzt noch nicht, ob wir die mal brauchen können. Sternstaub kann man gut verkaufen. Den Beleber braucht man ja auch nicht. Die Perle ist auch nur zum Verkaufen da. X Angriff und X Abwehr, weiß ich nicht, ob wir das vielleicht mal brauchen können. Dann... So. Was haben wir denn hier? Nicht unbedingt das, was ich hier spielen will. Ansonsten ist es eine nette Attacke. So. Okay. Zum einen brauche ich mal einen Blattstein für Dirki, falls ich den irgendwann mal entwickeln will. Und zum anderen brauche ich einen Feuerstein für Kanchan. Ja, das wird ein Flamara. Ich sonst kaum an gute Feuer-Pokémon rankomme. Gut, ich kann mir jetzt mit ein bisschen Glück, wenn ich auf Route, auf der nächsten Route nochmal einen Vulpix finde, könnte ich mir noch eins fangen. Auf jeden Fall, dass es wieder ein Vulpix ist, will ich es mit einem Kratzer von Veit schwächen. Und sonst... einfach mal probieren. Ein Taubsi, das haben wir ja schon. Taubsi. Mauzi haben wir auch schon. Aber gut, das können wir mal ganz schnell so nebenbei verkloppen, damit Veit sein Level abkriegt und sich endlich entwickelt. Lernen. Na gut, es ist allemal besser als ein Kratzer. Macht zumindest 26 Schaden damit. Oh, er entwickelt sich noch gar nicht. Habe ich mich jetzt vertan? Ich hätte gemeint, er entwickelt sich mit 26. Okay, dann halt nicht mit 26. Irgendwann nachschauen, wann sich der jetzt entwickelt. Vielleicht mal nachschauen, ob es hier überhaupt wilde Vulpix gibt. Oder irgendwas, was ich noch nicht habe. Schau einfach mal ganz kurz nach. Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme. Okay, bin wieder da. Ja. Ich habe gerade nachgeschaut. Vulpix ist das einzige Pokémon, von dem, die ich hier fangen kann, die ich noch nicht habe. Das heißt. Und weil die hier nur mit einer 10%igen Wahrscheinlichkeit kommen, suche ich jetzt einfach mal, bis ich eins finde. Sollte zumindest jedes Zehnte sein. Knopfhänzer haben wir ja auch schon. Nämlich unseren Dirki.
Also die größten Wahrscheinlichkeiten haben ja eigentlich Taubsi und Mauzi. Ganz kleine Chance für Bullpix und eine einigermaßen hohe Chance für Knuffenser. Bullpix ist das seltenste, was es hier gibt. Aber ich find's cool, wenn wir eins kriegen würden. Und hoffentlich, dass es sich diesmal nicht wieder wegbrüllt. Gar nichts hier. Also ich hab's vorhin nachgesehen, die gibt's hier. Wollen nur gerade nicht rauskommen. Nee, die wollen wirklich nicht rauskommen gerade. Was ich glaube, ich suche offscreen weiter, bis ich eins gefunden habe. So, da bin ich wieder. Hat lang genug gedauert. Ich habe ein Bullpix endlich gefunden. So. Ein schöner Geowurf ist, der kann nicht kritten. So, weiter kann ich schon gar nicht mehr schwächen. Hier hast du einen schönen Superball. Extra für dich. Oh, hammer's doch. So, du kriegst natürlich auch einen Spitznamen, weil das jetzt ein Weibchen ist. Okay, was haben wir denn noch? Da dürfen meine Gildenkollegen aus WoW mal wieder ranhalten, und weil ich weiß, dass sie ja ganz gerne Bulnona mag, ist das gar nicht so schlecht. Die Skadi ist jetzt auch mit an Bord.